So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich begrüße natürlich auch meine ganzen Anfänger und die Starter und die Neugierigen. Wir haben in den letzten drei Folgen, ja, tatsächlich gab es schon drei Folgen, gemacht. Da ging es einmal ums Grubbern bzw. Pflügen, dann ging es um das Ansehen und um das Ernten und das Einlagern in ein Silo. Heute wollen wir den nächsten Schritt wagen und in den Pflanzenschutz übergehen. Ich starte hier jetzt mal. Ihr habt es gesehen, wie ich reingekommen bin. Und ja, wir lesen uns das Tutorial mal kurz an. Nachdem du das Saatgut ausgebracht hast, wirst du schnell bemerken, dass Unkraut zur selben Zeit wie die Feldfrüchte zu wachsen beginnen. Der Ertrag des Feldes sinkt, wenn du nichts unternimmst. Du kannst Unkraut entfernen mit 1, dem Striegel, oder 2, der Feldspritze. Gucken wir uns an. Mit dem Striegel kannst du Unkraut in der frühen Wachstumsphase deiner Pflanzen entfernen. Der Zeitpunkt ist erreicht, wenn die Pflanzen sprießen, aber noch nicht hochgewachsen sind. Den Zeitpunkt, wie das man sieht, das zeige ich, wenn es hier jetzt nicht kommt, zeige ich euch das nochmal separat. Steige den Traktor ein und hänge das Gegengewicht und den Striegel an. Mit E einsteigen, mit Q anhängen. Oben links sehen wir jetzt dann gleich auch wieder, sobald wir beim Fahrzeug sind, das Menü. F1-Menü, ne, sage ich jetzt immer so, die Steuerung, Steuerungsmenü. Mit F1 kann man das an- und ausschalten. Ne. Mit 9 die Karte nochmal. Fortschritt oben rechts und links. Unten rechts sehen wir es, die Feldinfo. An der fünften Stelle, oberhalb dem gelben, sieht man jetzt Unkraut. 100%. Man sieht es hier auch, seht ihr, das hier ist Unkraut, also die Einfelder nicht, aber das, was so zwischendrin rumsprießt, was irgendwie komisch aussieht, das ist der Unkraut, das muss weg. So, wir müssen jetzt unser Syr anhängen, das Gewicht. Wir fahren mit einem Fendt Favorit 511C und haben hier diesen von Einböck, genau diesen Striegel. So, wir steigen mal ein. Wir gucken uns das kurz von innen an, das schöne Gerät. Wie sieht es hier aus? Ja, man sieht hier in den Spiegeln und oben, wir haben sogar eine Dachluke, so wie es aussieht. Hinten kann man die Fenster dann auch teilweise aufmachen. Hier jetzt in diesem Modell jetzt momentan nicht. Diverse Knöpfe, so sieht es aus. Wir gehen aber wieder raus und machen Q und kübeln, ja, Q. Kuppelnden hinteren Striegel an. Oben links, wie gesagt, Steuerungsmenü. Wir sind auf dem Striegel. Wir müssen jetzt ein Stückchen nach vorne fahren, um das Gewicht noch, das Gegengewicht anzuhängen, damit uns das nicht nach vorne hochlupft. Ne? Das ist wichtig, damit wir im Einklang ist quasi. Ne? Deswegen braucht man die Gewichte. Weil der Striegel ist recht schwer hinten, zieht ihn runter, dann kann es sein, dass der Grip nicht mehr so gut passt. Deshalb brauchen wir das. So, wir machen im Tutorial weiter. Entfalte den Striegel und senke ihn auf den Boden ab. Fahre dann über das Feld, um Unkraut zu entfernen. Die übliche Weise mit G kann ich das Gerät auswechseln, die Geräteauswahl wechseln. Mit X fahre ich das Gerät ein oder aus, also mache ich es auf, und mit V kann ich es absenken. Ihr seht es oben links in der Steuerung auch nochmal. So, wir sind jetzt, wenn wir jetzt X drücken würden, wir sind jetzt oben in dem Modell. Überhalb der Steuerung seht ihr, was wir ausgewählt haben. Das heißt, wir müssen zuerst mal den Striegel hinten auswählen. Das ist vorne das Gewicht. Man sieht es auch bei V, Gewicht senken und Striegel senken. Wir klappen jetzt erstmal mit X auf. Das sieht dann so aus. Ne? Genau. So. Ich habe mal kurz ein kleines Bildchen für uns gemacht. Ich habe jetzt mit 9 die Karte kurz ausgeschaltet und mit F1 die Steuerung ausgeschaltet. So, jetzt sollen wir ein Stückchen vorfahren. Das machen wir. Wir fahren jetzt einfach mal bis vorne hin zum Feld. So, genau. Und jetzt schauen wir zu. Mit Striegel senken. Seht ihr oben, das zweite von oben mit V, ne? Das machen wir jetzt mal. Zack. So, krallt sich jetzt hier rein. Das Gewicht passt soweit, das heißt, wir können jetzt einfach mal Gas geben und gucken, was passiert. Ne? Ihr seht ja vorne das Unkraut. Und wenn ich jetzt drüber fahre, ist genau das einfach weg. Ne? Also man sieht es auch tatsächlich bildlich, dass das jetzt einfach
dann weg ist. Also es wird quasi weggestriegelt, ne? Das Unkraut. Fortschrittsbalken geht voran. Ich lasse das F1-Menü an. 9 auch. Können wir mal das da unten ausmachen. Da seht ihr da ein bisschen mehr. So, und wenn wir hineingekommen sind, ihr wisst es bereits, wir heben den Striegel an. Zuklappen müssen wir jetzt nicht. Wir drehen uns einmal rum. So. Und so ein kleiner Tipp am Rande. Einfach ein bisschen überlappen das Ganze, würde ich sagen. Das ist egal, wenn man da zweimal übers eine drüber fährt. Man macht dadurch dann die Frucht nicht kaputt. Das ist kein Problem. Die momentan. Ach, jetzt haben wir das X gedrückt. Sehen wir, das ist falsch natürlich. Wir wollen es nicht zuklappen, sondern wir wollen natürlich den Striegel senken. Und nehmen die nächste Reihe uns vor. Beim Striegeln muss man halt aufpassen, dass es nur zu Beginn der Wachstumsphase möglich ist, mit dem Striegel zu fahren. Man muss halt immer aufpassen, dann gegen späteren Zeiten, wenn man das mal austestet und es ist schon weiter gewachsen, dann macht man sich dann das kaputt. Man muss auch gucken, wenn man dann in späteren Phasen fährt, dass man hier zum Beispiel bei dem Fahrzeug, ihr seht es, die dünnen Reifen, das ist Pflegebereifung. Aber wie das alles mal auszustatten ist und so, entweder kommt es noch in einem Tutorial oder wir gucken uns das da mal gemeinsam in einem der anderen Videos da mal an. So, wir heben wieder unseren Striegel. Wir haben noch eine weitere Bahn zu fahren. Das abzuschließen. So, wir drehen uns wieder ein bisschen rein. Ups, Moment, nochmal zurück. Ihr seht schon, auch bei mir klappt da ja immer nicht alles, ne? Sei es mit Lenkrad. So, ich fahre natürlich wieder mit Lenkrad, ne? So, aber ich kann das jetzt auch hier mit W, Taste W, geht genauso wie ihr seht. Und D, ich fahre jetzt nicht mit dem Lenkrad im Moment. Ne? W, A, S und D, ne? Ihr wisst ja noch, W nach vorne, S nach hinten, A links, D rechts, ne? Genau. Das sind also nach wie vor die Steuerung. Das ist jetzt da oben ja nicht wirklich angegeben. Aber da hat sich jetzt noch nichts verändert, ne? So. Wie wir sehen, sind wir jetzt hier durch, aber wir haben immer noch ein kleines Stückel. Das heißt, der Fortschritt, diesmal möchte fast, dass wir alles machen. Wir müssen jetzt beim Drehen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht am Berg hängen bleiben. Manchmal kann es sein, dass man da dann hängen bleibt und dann geht da nichts mehr und wundert sich, warum geht da plötzlich nichts mehr. Klar, wenn man hängt, dann hängt es, ne? Machen wir das Feld. Das möchte jetzt so, wie es aussieht, dass man es voll fertig macht. Machen wir das doch. So, sehr gut. Jetzt haben deine Feldfrüchte mehr Platz zum Wachsen und müssen nicht mit Unkraut um Nährstoffe konkurrieren. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, das zu machen, und da kommen wir jetzt dazu. Und zwar, manchmal kommen deine besten Bemühungen aber zu spät und das Unkraut ist schon zu hoch gewachsen. Ganz genau. Der Striegel hat dann keine Chance mehr. In diesem Fall solltest du die Feldspritze einsetzen und Pflanzenschutzmittel ausbringen. Mit E wieder einsteigen, Q anhängen, das übliche Spiel. Wir laufen mal nach vorne. Und schauen uns das mal an, wie unser Feld jetzt aussieht. Ihr seht schon, es ist alles gut gewachsen. Ne? Es ist im Wachstum. Hier sieht man, es sind ja ganz tolle Farben hier. Ich finde es eigentlich toll. Normal sollte man das abpflücken und auf den Küchentisch stellen oder wo auch immer. Das haben sie echt toll gemacht. Aber es ist halt leider Unkraut und verhindert, dass wir gut ernten. So. Mit was fahren wir denn jetzt? Wir haben hier einen Case 2 von Puma, ein 185 CVX stehen. Wir haben hier, wie ihr seht, ein Unkrautvernichter stehen. Ne? Ein Tank, der ist bereitgestellt. Hier unser Gewicht, ihr wisst ja schon, braucht man natürlich. Und hinten haben wir den Hardy Mega 2200. Das ist die Feldspritze. Das kriegt man dann später alles im Shop. Und wichtig ist, dass das Fahrzeug hier dünne Reifen drauf hat. Ihr seht es, keine dicken, sondern dünne Reifen. Wenn ihr mal einen anderen Traktor oder so fahrt, seht ihr das, dass der dicke Reifen im Normalfall hat. Das sind dünne, das sind Pflegebereifungen. Das ist sehr wichtig, weil es dann höher gewachsen ist. Wenn ich jetzt mit Normalreifen drauf düse auf dieses Feld, dann zerstöre ich mir dieses Feld. Ne? Dann kann ich mir, fahre ich mir hier Riefen rein und das ist natürlich dann kaputt. Ne?
Das kann ich dann nicht mehr ernten. So, wir steigen jetzt hier mal ein. Wir wechseln mal kurz rein, gucken den von innen an. Ja, sieht eigentlich ganz normal aus, ne? Case 2, ganz okay. Hier mit sämtlichen, da ist auch das Dach, wo man aufmachen kann. Ja, Radio und so weiter, ne? Funkgerät, alles an Bord. Hier eine schöne Anzeige mit PDA, schon sehr modern, muss ich jetzt mal sagen, ne? Aber wir steigen jetzt wieder aus und kuppeln unseren Hardy hinten an. So. Dann fahren wir ein Stückchen nach vorne und nehmen uns auch das Gewicht dran. So, jetzt geht's weiter. Fülle genug Unkrautvernichtermittel in die Feldspritze und fahre sie aus. Schalte sie danach an und fahre über das Feld, um das Unkraut einzusprühen. Okay, um das Unkraut einzusprühen, sorry. So. Hier die Buchstaben, wie man wieder drücken kann. Die Buchstaben einmal B, um das Gerät an- und auszuschalten. Mit X kann ich es ein- oder ausfahren. Das kennen wir ja schon von vorher. Und mit R, also dem R, kann ich die Feldspritze auffüllen. Wir machen OK. So, jetzt haben wir oben das Gewicht eingestellt. Wir gehen mal auf die Feldspritze. So, ja, schön, aber er bietet mir das jetzt nicht an. Ich kann jetzt hier nicht auffüllen. Warum mache ich das? Warum funktioniert das jetzt nicht? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Wir fahren jetzt ein Stückchen vor, dass wir in der Gegend sind und irgendwann ändert sich das links. Schaut es euch mal genau an. Schwupp. Jetzt haben wir oben links ein R, Feldspritze auffüllen. Also wenn wir in der Nähe sind, dann passiert es. Wenn ich jetzt nochmal zurückfahre, dann ist es weg, seht ihr? Und wenn ich jetzt ein bisschen vorfahre, irgendwann bin ich in der Nähe. So. Und da kann ich den auffüllen, das heißt mit R. Fülle ich das jetzt rein und mit unten rechts sehen wir die Flasche mit dem X und wie es hochlädt, das Pflanzenschutzmittel. Ne? Neben dem Tacho füllen wir das jetzt auf. 90%, 2000 Liter waren in dem Behälter drin und wenn der leer ist, löst er sich auf, dann ist er quasi leer. So, was hat er jetzt nochmal gesagt? Was war jetzt nochmal unsere Aufgabe? Vergessen. Wir gehen mal zu diesem hier. Wir schauen uns das nochmal an. Unkrautvernichter und dann sollen wir hier über das Feld fahren. Alles klar, dann machen wir das. Wir müssen logischerweise, ihr wisst schon, mit X erstmal aufklappen. Jetzt gucken wir mal, wie groß das wird. Seht ihr? Da geht es hier schön auf und es ist echt riesig groß. Also da habt ihr richtig eine Spanne hier. So. Und da wir so groß sind, dann können wir noch ein bisschen zurückfahren. So. Weil da haben wir richtig viele Möglichkeiten. So, halten wir uns ans Feld. Genau. Und was müssen wir jetzt machen? Ganz klar, mit B. Ich kann es jetzt auch noch senken. Man kann es aber auch oben lassen. Je nachdem, wenn es ein bisschen bergig ist oder hügelig ist, kann es sein, dass es dann aufsetzt. Geht aber so genauso. Wir schalten jetzt an und gucken, dass wir auch gleich losfahren. Weil sobald ich anschalte, geht das Pflanzenschutzmittel runter. Ihr seht's. Es geht schon runter, ne? Aber auch hier, die schönen Blumen oder das schöne Unkraut wird jetzt hier vernichtet, ne? Das fliegt hier einfach weg und hinterlässt so, ja, ein unschönes Grau, ne? Auf dem Feld. Aber dadurch ist es dann quasi, ja, weg. Wir machen wieder ein B, um das kurz zu enden. Jetzt müssen wir ein Stückchen zurücksetzen, weil wir sehr, sehr groß sind. Ja, sonst bleibt man wirklich jetzt am Hang dort hinten hängen. Und das wollen wir ja nicht. Ja, seht ihr? Ich habe jetzt schon Probleme, weil ich schon dran hänge. Das heißt, ich fahre jetzt nochmal ein Stückchen zurück und muss leider ein klein wenig in unserem Feld drehen. Aber da ich ja Pflegebereifung drauf habe, macht das mir jetzt in dem Fall gar nichts aus. So. Und ihr habt gesehen, wie oft wir vorher gebraucht haben. Jetzt brauchen wir natürlich nicht mehr so oft, weil das doch ein riesengroßes Spanne hat, das Ganze. Das heißt, mit zweimal Fahren habe ich das hier locker erledigt. Ne? So, wir fahren wieder ran ans Feld. Und ihr wisst ja noch, mit B schalte ich das Ganze ein. Und los geht's. Nehmen wir die nächste Runde. Und was ich euch mal kurz zeigen möchte, und zwar, ich steige mal nochmal ganz kurz aus und ihr seht hier, Unkraut, ne? 100%. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, Unkraut, 0%. Ne? Das ist der Unterschied. Ne? Also man sieht hier, dass tatsächlich was passiert ist. Und man sieht auch hier, teilweise hat er schon was gekriegt, deswegen schon nicht mehr ganz auf 100% mit Unkraut. Ne?
So, wir schalten wieder ein. Er hat gemerkt, das Fahrzeug ging jetzt in dem Fall auch aus. Das kann man individuell dann auch einstellen, ob er das tut. Ja, er möchte auch hier, dass wir wieder das komplette Feld mit Unkraut bearbeiten. Haben wir gemacht. So. Das Unkraut ist eingegangen und wird sich nach und nach zersetzen. So können deine Feldfrüchte besser wachsen. Das war's mit dem Düngen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und ihr wisst jetzt künftig, wie ihr den Pflanzenschutz auftragen könnt, auf was ihr achten müsst. Wie gesagt, achtet auf die Reifen, wenn ihr das mal probiert und das Feld schon größer ist, angewachsen, also nicht mehr in der allerersten Düngestufe, Wachstumsstufe, das ist meistens hellgrün, da kann man locker mit dem Striegel drüber gehen, aber sobald es ein bisschen die zweite oder dritte Grün annimmt, sollte man schon hier diesen die Spritze nehmen. Natürlich kostet das Unkrautvernichter auch Geld, ganz klar. Gut. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Beim nächsten Mal gehen wir ins Düngen über. Ich danke euch. Tschüss.